Das Unternehmen hat so 110 Mitarbeiter mit 110.000 Quadratmeter Fläche. Und davon sind ca. 40.000 Quadratmeter überdacht. Noch ein bisschen zu zahlen. Wir fahren am Tag 400 Tonnen Material raus. Und die müssen natürlich dann auch wieder reinkommen. Und das Ganze mit 20 LKWs vom 16-Tonner bis zum 40-Tonner mit Kranwagen. Unser Lieferradius beträgt 100 Kilometer, wo wir die Kunden täglich beliefern. Unsere Kunden zählen Handwerksbetriebe, Industriebetriebe, andere Holzhändler, Großhändler, Verpackungsindustrie, also jeder, wo Holz braucht. Ja, wir haben seit 1948, war ja ein Mühlenbetrieb noch, da haben wir eine Wasserkraftanlage, wo wir eigentlich der meiste Strom für unser Unternehmen produzieren. Wir wollen immer weiter nachhaltiger werden, haben noch eine Photovoltaik dazu gebaut mit 550 kW und wir wollen das auch ausbauen. Wir sind gerade in der Planung, weitere 950 kW zu installieren. Und durch die Nachhaltigkeit haben wir jetzt ein neues Zertifikat, PEFC und FSC gemacht. Ich bin der Bernd Falk, ich bin der Lagerleiter hier in der Firma Denzel. Schon seit 16 Jahren bin ich dabei und wir tauschen unsere Dieselstapler aus gegen Elektrostapler. Wir wollen vermeiden den Rußstaub auf unsere Ware. Wir wollen ja schließlich saubere Ware an unseren Kunden ausliefern und dafür sorgen wir. Wichtig ist es uns mit den Stapler, Elektrostapler ist top. Erstens mal der Lärmpegel bei uns in der Kabine, man fährt halt viel konzentrierter, hat nicht den ganzen Tag den Lärm von den Motoren und das ist eigentlich so das Beste. Uns ist es wichtig, dass wir nachhaltig fahren. Wir nutzen unseren eigenen Strom von den PV-Anlagen und laden somit unsere Batterien und haben auch Wechselbatterien und können somit eigentlich den ganzen Tag fahren. Wir sind jetzt bei der Firma Denzel. Ich bin der Techniker, bin nah da, 2 Kilometer, bin entfernt, habe ein super Verhältnis mit den Chefs, mit dem Lagerleiter. Ich habe meinen eigenen KDW. Die Verschleißteile habe ich meistens dabei und wenn ich was brauche, kriege ich es über Nacht. Das ist voll okay. Und die Elektrostapel laufen sehr stabil, also gibt es keine Probleme. Wenn der Kunde irgendwelche Wünsche hat mit Begrenzung von der Fahrgeschwindigkeit bzw. Sicherheit am Fahrzeug, das kann man alles einstellen wie nach Kundenwunsch. Weil kann man auf 8 km begrenzen, auf 3 km begrenzen oder auf 20 km/h, das ist alles möglich heutzutage. Die rote Lichter, wo man das sieht, das kennzeichnet die Gefahrenbeschreibung vom Stapler, weil ja hier 110 Mitarbeiter arbeiten und das ist ja immer. Die Stapler haben einfach Vorrang und dass niemand in den Stapler reinläuft, unbeaufsichtigt, drum malt der jetzt so rote Lichter um sich herum und dann ist das absolute Gefahrenbereich. Wird aber auch noch über ein Kamerasystem erfasst, damit der Fahrer gewarnt wird.